Heute melde ich mich aus dem heimischen Garten. Ich will dir von einem weiteren meiner Hobbys erzählen, dem Klettersteiggehen. Ich habe erst spät damit angefangen. Umso mehr Spaß bereitet es mir aber. Zu meiner Ausrüstung gehören ein Schutzhelm und Handschuhe. Ich bevorzuge diese Art. Da habe ich mehr Gefühl in den Fingern. Auf Schutzhandschuhe sollte man nicht verzichten. Gerade an älteren Klettersteigen kann es schon mal vorkommen, dass die Drahtseile rostig sind. Auch Brüche von einzelnen Drähten habe ich gesehen. Da hat man sich schnell verletzt. Und was ist noch in meinem Rucksack zu finden? Ein Klettergurt mit Klettersteigset. Elementar wichtig. Zudem nehme ich einen weiteren Karabiner und dieses Express-Set mit. Die benutze ich, um mich beim Filmen zu sichern. Am Klettergurt eingehakt und zum Beispiel an einem Trittbügel eingeklinkt, tun die ihren Dienst. So habe ich die Hände frei zum Filmen. An der Begurtung meines Rucksacks hängt diese Kameratasche. Hier transportiere ich meine Kompaktkamera. Des Weiteren kommen ein frisches Hemd, eine Wetterjacke und Wasser in den Rucksack. Und ganz wichtig, kalorienreiche Nahrung. Auch ein Fernglas ist dabei zur Wildbeobachtung. Und die Actioncam gehört auf den Helm. Das im Klettersteig verbaute Eisen dient der Fortbewegung und der Selbstsicherung. Mit meinem Klettersteigset schütze ich mich vor schwerwiegenden Stürzen. Ein kleiner Abrutscher kann schon mal passieren. Oft versuche ich, eine Route frei zu klettern. Das heißt, ich nehme das in den Steig eingebrachte Eisen lediglich zur Sicherung. Ich bewege mich am Fels. Die italienische Bezeichnung für Klettersteig ist Via Ferrata. Das bedeutet Eisenweg. Dieser Ausdruck beschreibt den Charakter heutiger Klettersteige sehr gut. Die Bezeichnung Via Ferrata wird nicht nur in Italien verwendet, sondern ist auch im deutschsprachigen Raum üblich. Bevor ich starte, schaue ich mir immer erst die Wetterverhältnisse an. Keinesfalls dürfen Gewitter gemeldet sein, denn die Drahtseile wirken wie Blitzableiter. Und wenn da ein Blitz einschlägt? Gute Nacht. Vielleicht für immer. Ich habe einmal in Berchtesgaden davon gehört. Holländische Elitesoldaten wurden am Grundsteig-Klettersteig vom Gewitter überrascht. Alle kamen ins Krankenhaus. Überlebt haben sie alle. Man sollte auf den Wetterbericht hören. Oft lege ich eine Pause ein. Ich will mir doch Gottes herrliche Natur ansehen. Und manchmal kann ich seltene Tiere beobachten. Das gehört für mich einfach dazu.